Ja, gute Witze will er also. Wie läuft's da drin, Murray? Ich weiß nicht, was du jetzt vorhast, aber ich werde dich dafür brennen sehen. Ach, Quatsch. So, irgendwas Witziges hier im Bild? Nee. Was machst du gern in deiner Freizeit? Oh, so ziemlich alles. Ich bin da einfach gestrickt. Ja, das klang ja wie Witze, ne? Seemanns wieder? Nö. Holzschuhtanz? Nicht wirklich. Bowling? Nun, nein. Flohzirkus? Nicht so sehr. Kiel holen? Nee. Stickereien? Nee. Improvisationstheater? Nicht wirklich. Schiffsmodellbau? Nicht wirklich. Ich will sie alle Viehzug? Durchgehen. Nicht wirklich. Kopflechterei? Nicht wirklich. Nee. Meditation? Nicht so sehr. Jodeln? Fast. Nö. Tischlerei? Nicht so sehr. Schnitzen? Nicht so sehr. Ja, wir sind Pfeifen? Dran, glaube ich. Nee. Pfeifen kommen. Philosophische Diskussion? Nö. Aber... Wasserballett? Nee. Ja, aber es könnte doch sein, dass es... Gin Rummy? Ist. Nicht wirklich. Ja, aber... Damespiel? Nö. Aber das könnte doch aber auch... Historische Romane? Ich lese gern. Aha. Ja. Biografien? Ich lese gern. Ja, Autobiografien? Ich lese gern. Ja, aber was? Abenteuergeschichten? Ich lese gern. Könnten es vielleicht... Reiseführer? Ich lese gern. Ich denke aber, das könnte auch... Selbsthilfebücher? Ich lese gern. Krimis? Krimis? Ich lese gern. Ja. Spekulative Fantasy? Ich lese gern. Ja. Liebesromane? Ich lese gern. Lesen? Ich lese gern. Lesen? Ich lese gern. Ja, gut. Ich werde sehen, was ich finden kann. Okay, also alles Mögliche zum Lesen. Das hier. Möchtest du diese Broschüre lesen? Nein, danke. Das habe ich schon oft genug gelesen. Brauch also was Neues, was er noch nicht kennt. Das hier. Nee, die Visitenkarte nicht. Meine Schatzkarte? Auch nicht. Wie... Weißt du, mit dem Quizbuch, in welchem Raum bewegt sich der Boden ständig? Oh Gott, weiß ich nicht. Was steht auf dem Schild am Affenkopf? Schünze Paar. Was ist ein echter Schädelname? Nein! Ach Mist. Nee, zum Lesen habe ich nicht wirklich was. So, komm. Hör mal, was will wegen sie? Der Reise nach Monkey Island. Dagegen haben wir gestimmt. Genau. Ich will versuchen, dich davon zu überzeugen, deine Meinung zu ändern. Aber wenn schon nicht deine Meinung, dann wenigstens deine Stimme. Viel Glück dabei. Ich bereue es gerade, dich eingestellt zu haben. Ah, Quatsch, komm. Ich könnte dir im Gegenzug einen Gefallen tun. Zum Beispiel? Win-win. So funktioniert Politik, oder? Ich gebe meine Meinung und mein Urteilsvermögen nicht für Geld oder Gefallen her, Schrubbi. Ich bin nicht käuflich. Ich habe ein moralisches Zentrum. Ich habe auch so eins. Es ist nur etwas klein und liegt an der Seite. Wie ein Nietnagel. Hoffen wir, dass es dir in deiner Karriere als Pirat keine Probleme bereitet. Ach, Quatsch. Bis jetzt nicht. Nie. Als Quartiermeisterin solltest du LeChuck gegenüber eigentlich loyaler sein. Der, wie ich anmerken möchte, sehr gern dorthin fahren möchte. Ich bin schon lange bei LeChuck. Genau. Am Anfang bewunderte ich wirklich die Art, wie er die Welt sah. Durch einen rötlichen Schleier der ständigen Wut? Ich weiß es nicht. Das ist es einfach. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich so inspirierend fand. Das macht es schwer, ihm bei einem persönlichen Abenteuer wie beim Geheimnis von Monkey Island zu folgen. Oh. Ich finde, du solltest trotzdem für Monkey Island stimmen. Finde ich auch. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich habe eine Glaubenskrise. Denn ich lasse mich nicht von LeChuck inspirieren, seinem Beispiel zu folgen. Okay. Okay, also sie müssen mal wieder zu bringen, LeChuck zu... von LeChuck inspiriert Erinnerst zu sein. Erinnerst du dich daran, dass du mir das bei meiner Einweisung gegeben hast? Da stehen ein paar gute Sachen drin. Ja. Ach ja,
Ich habe das selbst zusammengestellt, weißt du? Kein Witz? Vertrauen missbrauchen, Betrug begehen, Körperverletzung androhen. Mhm. So unerschütterlich, so unapologetisch und rücksichtslos. Das erinnert mich wirklich an früher. Mich so auch. Sieht's aus. An heute Morgen in meinem Fall. LeChuck ist wirklich ein toller Anführer. Du kannst das behalten, wenn du willst. Nein, danke. Jetzt weiß ich wieder, warum ich LeChuck überall hin folgen will. Selbst wenn ich denke, dass er etwas Dummes tut. Nur um das klarzustellen, das heißt, du stimmst jetzt für Monkey Island. Ja, auch wenn ich weiß, dass du das willst. Ist okay für mich. Ja, sehr schön. So, kurz speichern. Max wäre stolz auf mich um 22.22 Uhr. 22, sehr gut. So. Reden wir nochmal mit Flambeau. Na komm. Hart am Arbeiten? Niemals. Ein Buch. Was ist das für ein Buch? Es ist ein Buch mit Witzen aus der Unterwelt. Witze aus dem Jenseits, die man in dieser Welt nicht kennt. Unterweltwitze, hast du gesagt. Sind sie gut? Urkomisch. Würdest du das Buch als unterhaltsam bezeichnen? Ich würde ein kürzeres Wort verwenden, aber ja. Meinst du, du bist bald mit dem Lesen fertig? Das ist gut. Nee, ich habe nicht wirklich etwas anderes zu tun. Okay. Das. Lass uns ändern. Über dein Votum zur Reise nach Monkey Island sprechen. Gibt es einen bestimmten Gefallen, den ich dir tun kann? Ich weiß nicht viel über deine Interessen. Meine Hauptinteressen sind Schlafen und Essen. Ich versuche beides so oft wie möglich zu tun. Okay, also was zu essen besorgen. Hast du ein Lieblingsessen? Oh, ja. Brennendes Alaska. Salzig wie die Tränen der Witwe. Was ist das? Süß wie Rache. Und feurig wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge. Außer wenn den Pfeffer. Kutra es macht. Leider. Sie macht es für meinen Geschmack nicht heiß genug. Nee, okay. Tut es weh, wenn dein Kopf in Flammen steht? Ich bin ein Dämon. Das ist bei uns so üblich. Man gewöhnt sich daran. Okay. Wenn du deinen Kopf in einen Eimer Wasser steckst, würde das helfen? Dämonenfeuer brennt unter Wasser, also nein. Ich nehme an, du trägst keine Hüte. Ah, wahrscheinlich und zu. Nicht. Für ein paar Sekunden sehe ich gut darin aus. Ich kann nicht aufhören, über deinen Kopf nachzudenken. Ich meine, wie es wäre, einen Kopf zu haben, der in Flammen steht. Ich kann dir dabei helfen, wenn du so neugierig bist. Was deine Stimme angeht. Es bedeutet mir sowieso nicht so viel, aber hey. Eine Hand wäscht die andere. Du willst, dass ich dir die Hand wasche? Redewendung. Du brauchst dich nicht zu verbrennen. Tu etwas Nettes für mich und vielleicht helfe ich dir. Okay. Weiter also mit der schlechten Arbeit. Immer. Okay, also von ihm kriegen wir das Buch und dafür müssen wir was zu essen besorgen. Dafür brauchen wir aber den Pfeffer. Oh Gott. Gut. Wie steht's mit dir? Ja? Verzeih mir, aber mir ist nicht klar, was genau deine Aufgabe auf diesem Schiff ist. Ich bin der zweite Mat, Bootsfrau, Kanonierin, Schiffsärztin und Komponistin. Und ich mache die Wäsche. Wow. Lass uns anderen ein bisschen was übrig, ja? Bist du hinter meinen Jobs her? Nein. Besser nicht. Ich brauche das Geld. Ich spare auf etwas. Ja, aber was denn? Wofür sparst du? Das geht dich nichts an, Schrubi. Na komm. Woran arbeitest du da? Es ist die Titelmelodie für LeChuck. Ich entwerfe gerade eine Melodie. Ich bin mit den ersten beiden Noten zufrieden. Sie sind beide okay. Die Wiederholung unterstreicht LeChucks unnachgiebige Art. Sein verbissenes Verfolgen seiner Ziele. Ja. Eine Eigenschaft, die ich bewundere. Sehr ich gut. Arbeite noch an den anderen Noten. Mein Ziel sind im insgesamt 7. Ich hoffe, dass ich eine übermäßige Quarte einbauen kann, damit es dämonisch klingt. Okay. Klar, ich verstehe das vollkommen. Du musst doch sicher schrubben, oder, Schrubi? Ja.
Können wir über dein Votum für die Reise nach Monkey Island sprechen? Nein. Ach, komm schon. Es muss doch etwas geben, was ich für dich tun kann. Etwas, das du willst. Nichts, was du mir geben kannst. Versuch's doch mal. Okay, gut. Yes. Heute Morgen habe ich das Wahlmesser meiner Großmutter verloren. Es war ein wunderschönes Erbstück. Ich habe es sehr geschätzt. Und jetzt ist es weg. Bring mir das Messer und ich stimme für deinen dummen Plan. Toll. Kannst du mir sagen, wo und wann du es zuletzt gesehen hast? Es ragte aus Gullets Rücken, gleich nachdem ich ihn damit erstochen hatte. Wahrscheinlich ist es noch da. LeChuck hat Gullet über Bord geworfen. Yep. Pech für dich, Schrubbi. Ich weiß, wo es sein könnte. Und für mich, schätze ich. Und jetzt hau ab, ich bin beschäftigt. Ja. Ich glaube, vielleicht hinten am Router. Da müssen wir mal gucken. So, wie sieht's mit dir aus, Putra? Also, Putra. Chefköchin Putra. Bitte nenn mich Chefköchin. Alle tun das. Ach ja? Nein, nie. Aber das sollten sie. Wie kommt es, dass dich die Leute nicht Chefköchin nennen? Weil sie ein Haufen langweiliger Tölpel sind, die ein gutes Essen nicht erkennen würden, wenn es ihnen im Mund explodiert. Was übrigens oft der Fall ist, wenn man es richtig zubereitet. Oder falsch. Aber das liegt vor allem daran, dass ich eigentlich eine Köchin bin. Keine Chefköchin. Es ist eine Berufsbezeichnung. Ein Chefkoch ist also Rang höher als ein Koch? Ja, natürlich bin ich auf einem Schiff dieser Größe immer noch die Einzige, die Essen zubereitet. Also bedeutet dieser Teil nichts. Es geht nur um Anerkennung. Bekommt ein Chefkoch mehr Geld als ein Koch? Ha! Ich meine ja, aber auf diesem Schiff nicht genug, um einen Unterschied zu machen. Es geht um das Prinzip. Das sehe ich genauso. Ein Chefkoch ist also besser als ein Koch? Nicht unbedingt. Ich meine, ein guter Koch macht besseres Essen als ein lausiger Chefkoch. Aber als Koch geht es vor allem um die Beherrschung von Materialien und Techniken, während ein Chefkoch Kunstfertigkeit, Improvisation und Innovation einbringt. Jeder, der meinen gekochten Angelfisch und meine Haggis-Knödel probiert hat, sollte mir zustimmen, dass ich diesen Titel verdient habe. Hast du versucht, eine Beförderung zu bekommen? Nur etwa ein Dutzend Mal. Ich habe den schriftlichen Antrag mit Fallstudien und einer Kosten-Nutzen-Analyse stets parat. Okay. Daran ist absolut nichts auszusetzen. Aber LeChuck weigert sich, ihn zu unterschreiben. Management. Ja. Das müssen wir also irgendwie hinkriegen. Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht? Natürlich kann ich brennendes Alaska machen. Aber das werde ich nicht tun. Warum nicht? Für brennendes Alaska braucht man einen guten Chefkoch. Offensichtlich bin ich immer noch nur eine Köchin. Ich verstehe. Okay. Was genau ist brennendes Alaska? Stell dir ein Dessert vor, das wie eine riesige beinlose Qualle geformt ist. Mit einer Textur wie Eiscreme, die in Schaumstoff eingewickelt ist. Boah. Und das dein Gesicht in Brand setzt, wenn du es isst. Ha. Appetitlich. Nicht wirklich. Kanntest du Gullet gut? Klar. Er und ich waren die einzigen Zombies in der Mannschaft, bis du aufgetaucht bist. Okay. Manchmal vergesse ich, dass ich ein Zombie bin. Ich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, einen anständigen Kochjob in einem Restaurant oder einem schicken Herrenhaus zu bekommen, sagen sie, ich sei zu grün hinter den Ohren und tun so, als würden sie über die Erfahrung sprechen. Aber ich weiß, was sie meinen. Zombies brauchen sich nicht zu bewerben. Wir wollen nicht, dass sie in der Nähe des Essens vor sich hin verrotten. Solche Erfahrungen musst du doch auch haben. Ja. Mein Job als Geburtstagsclown hat sich erledigt. Stell dir vor, du denkst, Zombies sind für Kinder gruseliger als Clowns. Es gibt keine Gerechtigkeit. Es ist absurd. Wie wurdest du ein Zombie? Oh, auf die übliche Weise. Damals war ich an der Kochschule. Zuerst dachte ich, ich hätte eine allergische Reaktion auf Erdbeeren. Was ist mit dir? Eingeheirateter? Nee, ich habe die Zeit geschlafen. Ja, ich bin auch allergisch gegen Erdbeeren. Oh, ich war nicht allergisch. Aber jetzt kann ich sie natürlich nicht mehr ausstehen. Natürlich.
Wie war Gallet? Nun, du wirst bemerkt haben, dass er ein kleiner Tyrann war. Ja. Überhaupt nicht. Er hatte nicht viel Macht oder Kontrolle in seinem Leben und das verunsicherte ihn. Also kompensierte er das, indem er herrschsüchtig, bösartig und grausam war. Das haben wir bemerkt. Wann immer er die Gelegenheit dazu hatte. Was du nicht sagst. Aber er hat auch seine guten Seiten. Er hat Gedichte geschrieben. Niemand sonst weiß das. Er hat es geheim gehalten. Er hatte immer Angst, dass jemand seine Ideen klauen würde. Nicht, dass das jemand getan hätte. Seine Gedichte waren totaler Müll. Wie auch immer. Hier. Ich möchte versuchen, dich bezüglich der Abstimmung über Monkey Island umzustimmen. Spar dir Bitte. Deinen Atem. Ich bin unüberredbar. Es gibt nur eine Meinung, auf die ich Wert lege. Und das ist die von Iron Rose, der klügsten Person auf dem Schiff. Zweitklügste. Jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir ein, dass ich erst letzte Woche gesagt habe, dass ich immer mit Rose stimmen würde. Also werde ich das auch in diesem Fall tun. Wie auch immer Rose abstimmt, so werde ich auch abstimmen. Okay. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Toll. Na dann... Ich überlasse dich wieder dem Kochen. Ja. Nee. Dieses Iron Rose haben wir schon rumgekriegt und jetzt haben wir also Putter auch. Wir müssen ja einstimmig abstimmen. Also wir brauchen noch Flair Gurry und Flambé. Flambé kriegen wir mit dem Essen. Oh Gott, okay. Ah nee, Entschuldigung. Pewter hat ein überzeugendes Argument für eine Beförderung. Warum schaue ich nicht mal, ob ich mit deiner Beförderung weiterkomme? Ich glaube, LeChuck mag mich. Klar, mach dich nur lustig. Wenigstens werden wir alle etwas Unterhaltung daraus ziehen. Ja. Erinnere mich daran, was du mir über den Pfeffer erzählt hast. Er ist sehr, sehr und sehr leer. Okay. Da haben wir doch schon mal eine nächste Aufgabe. So, sie... gehen noch mal in den Laderaum und durchs Bullauge. Und dann will ich mal hinten ans Ruder gucken, ob da der Typ noch rumhängt. Oder hängt er vielleicht am... Ne, hier hängt er nicht, aber vielleicht am Ruder. Hätte auch sein können, dass er am Anker hängt. Man kann ja nie wissen. Ja, was habe ich gesagt? Gallet, du! Das ist das Wahlmesser von Flair Gorys Großmutter. Es ist eine Schönheit. Du Clown, das bringt doch nichts. Es hat mich nicht einmal gestört. Ja, und deswegen haben wir das nicht gemacht. Er steckt dort am Ruder fest. Ich muss sagen, ich dachte, du wärst für immer weg. Ich hatte sogar eine nicht geringe Freude daran. Es braucht mehr als ein Bad, um den alten Gallet loszuwerden. Jetzt zieh mich hier raus, bevor ich dich an deinen eigenen Eingeweiden aufhänge, Schrubbi! Das heißt jetzt erster Schrubber. Was? Ich? LeChuck hat mir deinen Job gegeben. Dir? Unwahrscheinlich. Ich bevorzuge eine Managementrolle. Weniger Schmarotzen, mehr Faulenzen. Ich werde deine Bauchspeicheldrüse meiner Ratte als Kissen geben! Ach, Quatsch. Du solltest vielleicht einen freundlicheren Ton anschlagen. Ich bitte darum. Das ist mein freundlicher Ton, du plappernder Haufen Exkremente! Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Und du? Nun, technisch gesehen muss ich gar nicht atmen. Aber es ist ein Reflex, nicht wahr? Ich kann nicht wirklich aufhören, es zu tun. Und es fühlt sich die ganze Zeit an, als würde man ertrinken. Also hol mich sofort hier raus, du kolossaler Trottel! Ich bin der Einzige, der weiß, dass du hier unten bist. Stimmt nicht. Ich weiß, dass ich hier unten bin, oder? Oh, ich schätze, da hast du recht. Ha! Wenn ich dich hier lasse, glaubst du, du kannst dich befreien? Natürlich nicht. Glaubst du, ich habe es nicht schon versucht? Es ist eine Frage von Hebelwirkung. Damit meine ich, dass ich einen Hebel nehme und dir damit auf den Kopf haue, wenn du mich nicht sofort hier rausholst.
Sobald wir in See stechen, wirst du wahrscheinlich vom Ruder zu breit zerquetscht. Warum sagst du das? Falls du dir Sorgen machst, dass du lange festsitzen könntest. Wenn ich dich in die Finger kriege, werde ich deine beiden Beine essen, sie auskotzen und noch einmal essen. Es wäre also klug von mir, dir diese Gelegenheit nicht zu geben. Ja, das würde ich auch sagen. War nett mit dir zu reden, Gullet. Was meinst du damit, war nett mit dir zu reden? Oh, das meine ich natürlich nicht wörtlich. Ich beende nur höflich unser Gespräch. Warte, nein. Hol mich hier raus, um Himmels Willen. Du Pavian, das wirst du mir büßen. Er steckt dort am Ruder fest. Na, dann muss ich mal raus. Tschüss. Mission erfolgreich abgeschlossen. So, wir haben jetzt das Messer. Gucken wir uns das mal an. Es ist das Wahlmesser der Großmutter von Flair Gorry. Future hat ein überzeugendes Argument für eine Beförderung. Sehr schön. So,